Moin. So, da war mein Zelt aufgestellt. Hier ist der Strand. Die Sonne geht gleich auf. Wir haben erst 7 Uhr, glaube ich. Die geht in einer halben Stunde ungefähr auf. Aber ich fange jetzt schon mal an, alles zusammenzuräumen. Frühstücke dann und fahre schon mal los. Ja, let's go. So, gib nochmal hier schön die Reiswaffeln mit Tomate und Salz. Und das Radlerfrühstück. Der Mond ist da. Der Sonnenaufgang ist da hinten irgendwo. Ja, und es ist sehr peaceful. So, ich glaube, wir haben 7:45 oder so. Auf jeden Fall war eben 7:30 Uhr. Und ich habe fertig gefrühstückt da auf dem Stein. Ich habe das Fahrrad jetzt mal so prepared, dass ich alles dran tun kann. Ich habe ja leider nichts zum Anlehnen. Da muss ich das alles, während ich das festhalte, machen. Das Frühstück war sehr lecker. Apfel und die Reiswaffeln, und dann Haferflocken. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Haferflocken, Honig, Rosinen, Apfelfrühstück gefunden habe. So für mich, das werde ich jetzt eine Zeit essen. Das kann man ja dann auch mit Banane, mit Pfirsich, mit Ananas, mit allem machen. Ja, und dann sagen wir auf Wiedersehen zu diesem wunderschönen Strand. Die Sonne geht da hinten auf. Schauen wir uns noch einmal dieses glasklare Wasser an. So. Waren eben sogar kleine Fischis. Ja, war eine gute Nacht. Ich habe wie ein Baby geschlafen. Und jetzt wird weitergemacht. Das Ziel ist, bis nach Hinterpatras zu kommen. 120, 150 Kilometer, was in der Ecke. Und eventuell, Achtung, eventuell. Ich habe mich gestern nochmal mit den beiden Franzosen, mit Tanguy und Madeleine, in Verbindung gesetzt, mit denen ich 2 Tage gefahren bin. Und da sich ja Tongi verletzt hat, haben die, glaube ich, oder nehmen die heute ein Schiff von Igoumenitsa, wo ich gestern Morgen war, bis nach Patras. Und von da aus wollen sie dann noch ein Stück fahren. Das heißt, man könnte sich da vielleicht wieder treffen und irgendwie abends zusammen wieder zelten. Das könnte vielleicht hinhauen. Das wäre cool, wenn ich die da sehe. Und sonst einfach so wie heute. Hoffentlich einen guten Spot finden und pennen. Let's go. Also hier so schön was mit Cream.
Aussicht, Wasser konnte ich auffüllen. Und da geht's gleich über den Berg drüber. Das ist dann der zweite von drei. Let's go. Ich glaube, da oben ist der Top vom Berg. Also das haben wir nicht sicher. Du wirst da hinkommen und hast ein bisschen. Jetzt merke ich mal, wie krass das ist, wenn das in der Sonne ist. Ich bin heute Morgen los. Hatte den ersten Berg so ansatzweise in der Sonne. Aber so 11 Uhr ist schon krass. Und es wird ja nur noch heißer bis 18 Uhr. Da wird es dann echt unchristlich. Ich hoffe, dass ich bis dahin Patras erreicht habe. Vielleicht die beiden Franzosen. Und wir uns dann irgendwas suchen. Ja. Angekommen, oben und wieder runter. Junge, ich bin gerade durch so eine Straße zwischen orangen und Maisfeldern durch. Da waren irgendwie 3 oder 4 Hunde auf der Straße, die erstmal so gebellt haben, ob nicht zu sind, und dann neben mir hergesprintet sind. Mit Kräften und Knochen und so. Aber ich wusste, Digga, ich hab noch nie durch in die Pedale getreten. Das heißt, ich hab leider halt nicht aufgenommen, aber. Zielpunkt habe ich mir so einen Park von Night Spot gesetzt. Das ist noch 55, also 3 Stunden. Wir haben 13 Uhr circa. Und das fahre ich jetzt einfach runter. Aber das sind dann halt nur irgendwie so 125. Vielleicht. Gleich schreibe ich mal die Franzosen an. Wenn ich die dann sehe, können wir auch noch ein Stück weiterfahren. Mal schauen. Halt doch die Goschen. Ich glaube, das sind Flamingos. Die sind zwar nicht pink, aber guck mal, da stehen so welche mit so Beinen hoch und so. Einfach Flamingos, Alter. Krass. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Meersalz. Sheesh. Alter, was bin ich sehend? Ein Lidl. Geil, wir fahren aber dran vorbei. Wir sind gerade mal bei Miss Olongi. Heute drüber, meine Fresse, was ist denn das für eine Straße hier? Deswegen kaufen wir erst nach der Brücke ein, so, das muss ich sagen. So, und so kommen dann auch die Kilometer rein, wenn es dann einfach eine Umleitung von ungefähr 4 Kilometern ist, da die Brücke neu gemacht wird, da gar nicht mehr da ist. Ja, es ist nicht schön. Es geht auch besser. Und da vorne geht die Straße, wie man es erkennen kann. Der Wind! So, wir sind auf 170 Metern. Ist eigentlich kein krasser Anstieg. Aber in der Sonne und im Gegenwind ist es unwitzig. So, jetzt freue ich mich darauf, dass es fast ausschließlich bergab geht. Dann muss ich noch die Brücke passieren dürfen.
dann möchte ich noch die Franzosen treffen und dann noch auf dem Flachland einigermaßen viele Kilometer kratzen. Je näher ich an Athen dran bin, desto besser. Oh, meine Fresse. Da unten sieht man auf jeden Fall schon die Stadt. Mal schauen. Gekommen und hatte jetzt kein Ticket. Das ist zeitig ganz gut gelaufen. Und Tongi und Madeleine wollen auch zum Lidl, sind dann ungefähr 10 bis 20 Minuten. Das passt mir auch perfekt. Dann kaufen wir was ein und gehen campen dazu. Ist Athena schon Athen? Das wäre ja cool, wenn es hier schon ausgeschildert ist. Ich meine, ja, das kann doch nicht sein, oder? Ja. Wir fahren jetzt erstmal zum Lidl. So, und jetzt heißt es warten auf die beiden Französen. Bis zum Endpunkt, wo man hingehen könnte, sind es von hier 16. Das sind 2 Kilometer, glaube ich. Also machbar in einer knappen Stunde. Wir haben 16 Uhr 24. Angenommen, wir sind erst um 6 Uhr fertig, sind wir trotzdem noch vor Sonnenuntergang am Platz. Das ist gut. Mein Gesicht fühlt sich rau an. Meine Hände sind schon rau. Ja, und ich fühle mich so ein bisschen schummerig. So, frisch eingedeckt. Mit einem aber anders sagen. 16 Euro Einkauf. Die beiden Franzosen sind gerade eben angekommen, als ich rauskam, weil Tongi, wie auch immer heißt, hat sich wieder aufs Maul gelegt. Ja, nicht so gut. Er wollte irgendwie über Kreuz lenken. Das funktioniert wie bekanntlich nicht so. Zuverlässig. 500 Meter vom Lidl entfernt hat er das geschafft. Und deswegen sind wir jetzt was später. Ich mache mich jetzt schon mal auf den Weg Richtung Park for Night Platz. Hoffe, dass der funktioniert. Und sonst suche ich noch was. Und die kaufen ein und kommen dann hinterher. Das wäre der Plan. Wenn er es halt schafft. Er schaut, wie gut er das hinkriegt. Ja, und dann gibt es da ein schönes Abendessen. Wenn ich jetzt noch 15 Kilometer mache, habe ich wieder so 140 Kilometer circa. Das ist gut. Wenn ich das morgen noch einmal mache, dann habe ich am Mittwoch bis Athen nicht mehr so viel auf dem Plan. Kann dann auch hoffentlich entspannt die Fähre nehmen. Das einzige Unschöne bei der Fähre ist, ja stimmt, ich sollte noch irgendwo Wasser auffüllen.
Das einzige Unschöne bei der Fähre ist, dass ich online nicht mit Fahrrad dazu buchen kann. Ich sehe also online nicht die Option, Fahrrad hinzufügen. Dementsprechend muss ich hoffen, dass es das gibt. Und einfach ohne Fahrrad buchen kann ich ja auch nicht. Das heißt, ich muss das Ticket am Hafen selbst kaufen und hoffen, dass es eben richtig ist. Genau, aber der Rest ist eigentlich ganz in Ordnung bezüglich der Fähre. So, Spot hoffentlich gefunden. Gerade den Jugendlichen aus dem Auto und einer, der gerade eben noch da war, gefragt. Yo, ist es ein Problem, wenn wir hier, oder ne, are you from here, bla bla bla, Zelt hier, ich habe noch zwei Leute dabei, Zelt am Strand, wird da jemand kommen, bla bla bla. Nee, kommt keiner, sollte gut ausgehen. In der Off-Season kommt da eh keiner. Und da unten ist ein schöner, flacher Strand, also mit Steinen zwar, aber ich denke, das sollte einigermaßen in Ordnung sein. Und sonst kann man hier vor immer noch ins Gras gehen. Ja, ich habe den beiden Franzosen meine Adresse geschickt, meine Location, und die kommen dann jetzt gleich irgendwann dazu. Perfekt. So, gerade noch mit Ehrenbruder Kostas unterhalten, der gesagt hat, hier ist perfekt. Hier kommt keiner, hier kann man gut schlafen. Da hinten sind sogar zwei kleine Holzhütten. Da geht die Sonne wunderschön unter. Die beiden Franzosen lassen noch ein bisschen auf sich warten. Und dann gibt es gleich Dinner und einen guten Schlafplatz hier. Geil. So, Sonne ist untergegangen. Gesellschaft ist angekommen. Ich habe mich hier schön aufgebaut. Hier ist Pasta mit Pesto. Wird gleich hier gemacht. Hier ist Brot. Oh, ich habe selten so gutes Brot gehabt. Mit Tomate und Gurke habe ich mir mal richtig was gegönnt heute. Das ist die Gurke. Hier ist noch Frischkäse und Käse. Mmh. Mashallah. So, das werde ich mir jetzt reinzwitschern. Danach wird noch die Nudeln reingehauen. Und dann gehen wir hier schlafen. Schön wieder am Meer. Kostas war noch ein Mann, den ich hier angesprochen habe. Geht hier jeden Tag schwimmen. Hat gesagt, dass es hier ein super Spot ist. Jetzt können wir hier beruhigt schlafen. Hoffentlich regnet es nicht. Ja, geil. Danke, dass du mich bis hierhin begleitet hast. Schreib mir gerne deine Meinung zu diesem Video in die Kommentare, und um die nächsten Videos von meiner Radreise nicht zu verpassen, kannst du gerne den Kanal abonnieren. Für aktuellere Infos kannst du auch auf meinem Instagram vorbeischauen, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Aber für heute verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Video wieder.